Papierstapel und staubige Aktenordner? Weg damit! Wie wir mit Justizminister Marco Buschmann dafür sorgen, den Bürokratiedschungel in Deutschland zu zerschlagen, jetzt bei Prefacts von der Fraktion der Freien Demokraten. Straight out of Bundestag. Das Bürokratieentlastungsgesetz ist deshalb jetzt auf dem Weg. Damit soll die Bürokratiebelastung in Deutschland auf den niedrigsten Stand seit Beginn der Aufzeichnung im Jahr 2012 sinken. Weder ihr noch die Unternehmen wollen Zeit mit Papierstapeln oder undurchsichtigen Verwaltungen verbringen. Heißt unter anderem für die Praxis, die Schriftform Erfordernis, also die Pflicht, alle Dokumente im alltäglichen Verkehr untereinander handschriftlich unterzeichnen zu müssen, wird abgeschafft. Zum Beispiel im Vereinsrecht, Schuldrecht, Mietrecht oder im Wirtschaftsrecht. Das ist im Jahr 2023 wirklich überfällig. Das Ampelkabinett hat bereits zugestimmt. Jetzt heißt es also, ab in den Bundestag damit.